Moin Leute, was geht ab? Zu einem Video auf diesem Kanal. Heute reden wir über Harry Potter und die Kammer des Schreckens und labern wir nicht wie weit, labern wir nicht um den Lachs, sondern starten wir direkt in das Video hinein. Harry Potter und die Kammer des Schreckens kam am 14. November 2002 in Deutschland raus und geht 161 Minuten. Die Hauptrollen sind Daniel Radcliffe als Harry Potter, Emma Watson als Hermine Granger und Rupert Grint als Ron Weasley. Chris Columbus drehte den Film und die Kameraarbeit hat Roger Pratt übernommen. Die Musik hat wieder mal John Williams gemacht. Die Kameraarbeit in diesem Film war deutlich besser als im Vorgänger. Die Shots waren deutlich schöner und das CGI hat sich auch verbessert. Und das sehr stark, obwohl der Film ein Jahr nach dem Vorgänger kam. Und ja, das fand ich ziemlich geil. Und hoffentlich, das heißt, ich habe jetzt nicht mehr Gefangener von Azkaban im Kopf. Aber ich denke mal, den gucke ich jetzt heute Abend dann. Ich denke mal, der wird dann vielleicht nochmal das CGI verbessern. Und ja. Hier dann zur schlussendlichen Bewertung. Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist ein guter und auch spaßiger Film, der die Welt des Franchises nochmal mehr ausbaut. Und er bekommt insgesamt, genau wie Stein der Weisen, 4 von 5 möglichen Sternen. Und der Film, das war ein super Film. Beim ersten Gucken habe ich ihn nicht so gemocht, aber jetzt mag ich ihn doch. Ich weiß nicht, was da irgendwie schiefgelaufen ist, aber auf jeden Fall mag ich ihn jetzt. Dann bedanke ich mich herzlich an jeden, der hier zugeschaut hat. Ich weiß, das Video ist ziemlich kurz. Das Skript ist auch nicht viel zu, ist auch nicht lang. Es sind vielleicht, wenn ich jetzt hier mal kurz nachzähle, 40 Zeilen gewesen. Keine Ahnung. Ich bin 40 übertrieben. 20, 30 vielleicht. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Dann sehen wir uns morgen wieder im Video. Wahrscheinlich dann Gefangener von Azkaban. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Abo und Like da lassen. Ciao.